Punkt 4, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 4812, mit dem Titel Für eine echte Willkommenskultur in Nordrhein-Westfalen. Der Nordrhein-Westfälische Landtag bekennt sich zur uneingeschränkten Personen- und Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Europäischen Union. Ich verweise auf den Entschließungsantrag der Fraktionen von SPD und Bündnis 90 Die Grünen in Drucksache 4897. Eröffne die Aussprache und erteile somit für die antragstellende Piratenfraktion Frau Kollegin Brandt das Wort, die auch schon vorne steht und jetzt das Wort erhält. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, wir schreiben das Jahr 2014, Januar. Und dieser Januar, der ging auch direkt gut los. Am 2. Januar war aus dem dunklen Bayern Ministerpräsident Seehofer zu hören, wie er mit den Ängsten der Menschen spielt und von fortgesetztem Missbrauch der europäischen Freizügigkeit durch Armutseinwanderung spricht. Kurze Zeit später in diesem Januar wird Sozialtourismus zum Unwort des Jahres. Und wenig später müssen wir hören, dass es Dienst nach Vorschrift ist, wenn traumatisierte, hilflose Flüchtlinge in einem fremden Land, dessen Sprache sie nicht sprechen, einfach in einen Zug gesetzt werden. Wir sind in einer Zeit, wo die negative Einstellung bezüglich der Migration, gerade aus Südosteuropa, in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Das sind nicht nur diese Nazi-Idioten und AfD-Trolle, die, von denen man so etwas hört. Nein! Ich habe erst kürzlich von einem Akademiker, von einem Arzt hören müssen, diese Leute, die darauf kommen, die Rumänen und Bulgaren, die sind doch zu dumm, um hier jemals eine gescheite Arbeit zu machen und die sind sowieso nur da, um in den Sozialsystemen abzukassieren. Und das alles im Januar 2014, ausgerechnet in dem Monat, wo die Arbeitnehmerfreizügigkeit jetzt endlich auch für die Migranten aus Rumänien und Bulgarien gilt. Endlich dürfen diese Menschen jede mögliche Arbeit annehmen, nicht Schwarzarbeit und Selbstständigkeit, sondern jede Arbeit, und liegen dann eben nicht den Sozialsystemen zur Last, sondern zahlen jetzt in diese Sozialsysteme ein. Im Artikel 45 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist die Freizügigkeit verankert. Über geltendes Recht brauchen wir uns jetzt hier also überhaupt nicht zu unterhalten. Aber das heißt auch in der Konsequenz, wir brauchen eine Willkommenskultur und ein klares Bekenntnis zur Arbeitnehmerfreizügigkeit, gerade auch von den Politikern. Das haben im Januar 2014 einige erkannt, einige leider nicht. Wir brauchen Signale für die Gesellschaft, die auch gehört werden, von denen, die gehört werden. Da haben wir zum Beispiel ein historisches Ereignis, eine gemeinsame Erklärung von DGB und BDA zur Freizügigkeit in Europa. Wir haben den frisch gebackenen Staatssekretär Klute, der schreibt und warnt vor einem Rückfall in ideologische Grabenkämpfe. Und selbst Außenminister Steinmeier sagt, wer die Arbeitnehmerfreizügigkeit in Frage stellt, schadet Europa und schadet Deutschland. Das sind starke Signale, das sind wichtige Signale. Und der NRW-Landtag in seinem ersten Plenum in diesem Januar 2014, wo sind denn Ihre Anträge gewesen zu dem Thema? Ich habe bis zum Antragsdienstag keinen gesehen. Scheint Ihnen ja nicht so wichtig zu sein, das Thema in diesem Monat. Wir haben die Zeichen der Zeit erkannt und einen Antrag eingereicht. Und da werden Sie jetzt plötzlich wach. Ein Piratenantrag, doof. Was machen wir da jetzt? Super, wir machen einfach einen Entschließungsantrag, dann können wir nämlich den Piratenantrag beerdigen und haben dann plötzlich was auf dem Schirm hier in diesem Januar. So wird in diesem verschnupften System Politik gemacht. Ich kann mir gleich wieder anhören, der Antrag greift zu kurz, geht nicht weit genug. Und wir haben ja jetzt viel schöner gemacht, wir haben unsere Referenten richtig fleißig arbeiten lassen. Und was dabei rausgekommen ist,
ist ein Antrag zur strukturellen Willkommenskultur. Da findet man alles Mögliche drin, zum Beispiel das Wohnungsaufsichtsgesetz und wo welche Gelder fließen und so. Aber worum es in unserem Antrag geht, haben Sie offensichtlich nicht wirklich verstanden. Frau Felte, liebe Jutta, du kritisierst zu Recht, dass die Stadtstaaten, die die Menschen nach gut und schlecht gebildet aussortieren, dass das nicht richtig ist. Das war im letzten Sommer im Ausschuss. Dann steht jetzt im Entschließungsantrag, wir benötigen die gut ausgebildeten Arbeitskräfte. Und die nicht so gut gebildeten schleppen wir auch irgendwie durch. Von exakt dieser Rhetorik und Doppelmoral sprechen wir in unserem Antrag und Sie bestätigen sie erneut. Das ist traurig und das ist genau das Gegenteil von einer Willkommenskultur. Vielen Dank. Danke, Frau Kollegin. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen von Grünberg das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich bin eigentlich immer froh gewesen, dass wir trotz Meinungsunterschieden, aber alle gemeinsam eine Haltung in diesen Fragen haben. Und deswegen möchte ich auch mir nicht gerne von den Piraten hier eine Diskussion aufzwingen lassen, die in Nordrhein-Westfalen in dieser Form gar nicht stattfindet. Es ist traurig, dass sie in bestimmten Ländern stattfindet, aber bei uns in Nordrhein-Westfalen nicht. Und deswegen halte ich es für falsch, dass wir jetzt über dieses Thema immer lange und breit reden, über die Freizügigkeit, die eigentlich ja eine Selbstverständlichkeit ist, und nicht so sehr über die Dinge, die wir nun tatsächlich real machen. Und deswegen kommt es uns darauf an, zu sagen, darzustellen, was machen wir jetzt real? Nicht nur wir, sondern was machen die Kommunen, was macht das Land, was macht der Bund und was macht Europa? Das sind ja bestimmte Aufgaben. Jeder weiß, dass Freizügigkeit das große Gut der europäischen Gemeinschaft ist. Das ist eben die Idee, dass der Bürger so frei sein kann, dass er dorthin ziehen kann, wo es Arbeit gibt. Und im Augenblick sind wir in der Situation in Deutschland, dass wir eben relativ stabil sind gegenüber vielen anderen Ländern und dass die Leute deswegen hierher kommen. Das ist doch ganz normal, dass sie hierher kommen und natürlich in bestimmten anderen Ländern, wo sie nämlich herkommen, oft ein großes wirtschaftliches Problem ist. Und das darf uns natürlich auch nicht egal sein, weil wir natürlich dazu beitragen müssen, dass es in Europa auch ein mögliches Gleichgewicht gibt, damit die Menschen eben nicht weggehen müssen, dass sie zu Hause bleiben können. Das ist die Grundlage. Wir in Deutschland haben einen erheblichen Vorteil durch Freizügigkeit. Wir können nämlich dadurch unsere Generationenprobleme, die wir haben, nämlich zu wenig junge Menschen, zu wenig Facharbeiter, gut lösen, auf Kosten dieser Länder, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht. Das ist ein großer Vorteil. Und es kommen ja hier auch her, vor allen Dingen gut Ausgebildete. Wir wissen, dass die Menschen, die hierher kommen, mehr in die Sozialversicherungssysteme einzahlen, als herausnehmen. Also es ist eigentlich für die Bundesrepublik eine wunderbare Situation, die jetzt hier eingetreten ist durch die Freizügigkeit. Aber selbstverständlich gibt es auch Integrationsprobleme mit dieser Situation. Und deswegen müssen wir uns diesen Integrationsproblemen auch darum kümmern. Wir wollen eben nicht wieder in eine Situation kommen wie vor einigen Jahrzehnten, wo wir gesagt haben, hier kommen die Gastarbeiter, die gehen dann wieder weg, was interessiert uns das? Sondern die Leute werden hier bleiben und deswegen müssen wir alle Anstrengungen machen, damit sie hier auch vernünftig sein können und bleiben können und hier aufgenommen werden. Und dafür gibt es zum Beispiel das 7,5 Millionen Landesprogramm. Ich kann Ihnen nur anraten, schauen Sie sich mal in den Bericht der interministeriellen Arbeitsgruppe an dazu. Da wird sehr stark aufgegliedert, was wir schon alles tun vom Landesebene mit den 7,5 Millionen, wie da geholfen wird. Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass da noch mehr zu helfen ist, selbstverständlich, damit die Leute eben keine Stammtischsprüchen ausgesetzt sehen, damit wir in eine sachliche Diskussion in dieser Frage kommen. Zum Beispiel, Sie können sich vorstellen, die Wohnungsfrage, die liegt mir sehr am Herzen. Da haben wir schreckliche Ausbeutungssysteme. Deswegen machen wir ein Wohnungsaufsichtsgesetz. Deswegen geht die Bundesregierung jetzt hin und gibt mehr Geld für die soziale Stadt.
wobei wir davon ausgehen, dass natürlich möglichst auch das nicht nur auf kleine Quartiere beschränkt wird, wo es die soziale Stadt gibt, sondern eben möglichst überall in der Stadt, wo die sozialen Probleme entstehen. Und wir wollen ja auch, dass die Menschen nicht auf einem Haufen wohnen, sondern dass sie überall in der Stadt eine Chance haben, damit die Integration eben leichter wird, nicht nur im Wohnumfeld, sondern auch in der Schule etc. Wir haben natürlich noch andere Forderungen an den Bund. Selbstverständlich möchten wir gerne, das ist aber auch ein altes Thema, aber das gilt jetzt hier besonders aktuell, wir möchten gerne, dass die europäischen Zuwanderer auch die entsprechenden Integrationskurse machen können. Es kann ja nicht angehen, dass die Leute hierher kommen können, aber die Sprachkurse, die sie dringend brauchen, nicht so bekommen, beziehungsweise nur dann, wenn ein Platz frei ist. Das kann nicht sein. Wir möchten gerne, dass, wir haben jetzt das Berufsanerkennungsgesetz gemacht, wir möchten gerne, dass schnell anerkannt wird und dass darüber hinaus dann die notwendigen Weiterausbildungen auch finanziert werden. Das ist auch eine Forderung an den Bund. Wir haben eine ganze Reihe von weiteren Forderungen. Natürlich hoffen wir auch alle, dass der Bund den Kommunen, die da besonders betroffen sind, weil sie nämlich selbst finanziell schlecht dastehen, weil sie viel Wohnraum haben, da kommen die Menschen hin und ziehen da zuerst hin, weil auch ihre Bekannten schon da sind, dass diesen Kommunen selbstverständlich geholfen wird, über die einzelnen Maßnahmen hinaus, dass wir möglichst einen Ausgleich vom Bund kriegen. Aber auch da müssen wir realistisch sein und gucken, darin nicht darauf zu warten, sondern unsere Arbeiten jetzt durchaus durchführen, da wo wir stehen. Und natürlich haben wir Forderungen an die Bundesregierung und an Europa, dass mit dafür geholfen wird, dass diese wirtschaftliche Ungleichheit in Europa aufhört und dass insbesondere dann eben die Fördermittel, die es in Europa gibt, auch ausgegeben werden können. Das liegt ja oft in diesen Ländern daran, dass es erstens keine entsprechende Kompetenz gibt, die entsprechenden Anträge auch zu stellen. Manche Kommunen können das ja auch nicht in Deutschland. Und zweitens natürlich dann auch ein solches Projekt auch korruptionsfrei durchzuführen. Und deswegen ist die Bundesrepublik zum Beispiel über die GEZ oder andere Einrichtungen verpflichtet, dort entsprechende verwaltungstechnische Hilfe zu geben. Wie ich dem Papier der interministeriellen Arbeitsgruppe entnehme, ist das auch so, dass das Land Nordrhein-Westfalen auch hier zur Verfügung steht, Hilfestellung zu geben. Also bitte keine Diskussion hier in Nordrhein-Westfalen, die ein Problem hier dramatisiert und im Grunde dann noch das Feuer auf den Stammtischen anheizt, sondern bitte eine Diskussion, die sagt, da, wo Probleme sind, helfen wir und im Übrigen haben wir große Vorteile aus der Zuwanderung. Vielen Dank, Herr Kollege von Grünberg. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Rehbaum das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Politische Anträge und Debatten zum großen Thema Zuwanderung sind hochsensibel und unser Wertekompass rät uns zu einem besonderen Umgang auch mit diesem Antrag. In dem vorliegenden Antrag fordern die Piraten die vollständige Personen- und Arbeitnehmerfreizügigkeit für alle EU-Bürger. Die Freizügigkeit ist eine der tragenden Säulen der Europäischen Union. Die Möglichkeit, sich ungehindert innerhalb von derzeit 27 Mitgliedstaaten der EU zu bewegen, Arbeit anzunehmen und sich niederzulassen, ist ein wichtiger Beitrag zur Konkretisierung des europäischen Gedankens. Sie hilft den Mitgliedstaaten außerdem beim Ausgleich von angespannten Arbeitsmärkten, also bei einem zu viel oder einem zu wenig an Arbeitskräften vor Ort. Durch die Freizügigkeit innerhalb der EU können die nationalen Arbeitsmärkte also atmen. Und der einzelne Arbeitssuchende hat bessere Aussichten, bei seinem Ziel seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Für Unternehmen erweitern sich die Möglichkeiten, vakante Stellen zu besetzen und die Wertschöpfung vor Ort zu sichern. Die gemeinsam in der EU gewollte Freizügigkeit setzte Deutschland mit dem Freizügigkeitsgesetz in nationales Recht um. Die Möglichkeit der EU, Freizügigkeit übergangsweise für bis zu 7 Jahre für einzelne Länder einzugrenzen, hat Deutschland wahrgenommen. Und seit dem 1. Januar 2014 gilt bei uns für die Bürger von 27 EU-Mitgliedstaaten die vollständige Arbeitnehmerfreizügigkeit, also das Recht auf Einreise und Aufenthalt mit dem Zweck, eine Arbeitsstelle, Ausbildungsstelle oder Studium anzutreten oder zu suchen. Und das ist gut so. Und das ist auch sinnvoll. Und das ist leicht verständlich. Und das ist eine faire Bedingung für die Bürgerinnen und Bürger dieser Länder. Damit Deutschland ein attraktives Zuwanderungsland wird,
und bleibt, brauchen wir eine neue Willkommenskultur. Richtig. Ständig wiederholte Lippenbekenntnisse, Stuhlkreise oder abstrakte Anträge wie der uns vorliegende helfen uns dabei allerdings nicht weiter. Was wir brauchen, sind konkrete Maßnahmen für eine authentische Empfangskultur für unsere Zuwanderer in unseren Rathäusern und Kreishäusern. Eine solche Willkommenskultur sollte drei wesentliche Aufgaben erfüllen. Erstens die Demonstration ehrlicher Gastfreundschaft gegenüber den Einwanderern. Zweitens die aktive Unterstützung und Orientierungshilfe für die Menschen in ihrem neuen Lebensumfeld, den allgemeingültigen Ordnungsrahmen und der neuen Sprache. Und drittens die Begeisterung der Zuwanderer für ihre neue Heimat, die Kultur und die Fülle an Chancen für Menschen, die etwas aus ihrem Leben machen wollen. Zum Schluss ein ergänzender Aspekt zur Willkommenskultur. Es ist vorhin schon angeschnitten worden. Wer ein Einwanderungsland sein will, der muss seine Hausaufgaben machen. Wer Fachkräfte aus anderen EU-Staaten positiv auf sich aufmerksam machen will, der muss zeigen, dass er die hohe Kunst der Integration auch wirklich beherrscht. Problemhäuser mit katastrophalen humanitären Zuständen, durch Lücken im Mietrecht oder mangelnde Wohnungsaufsicht, praktisch rechtsfreie Ghettos und Stadtviertel, florierende Prostitution oder der Arbeiterstrich sind Beispiele für nicht funktionierende Integration von Zuwanderern und schrecken aufmerksame Fachkräfte im Ausland eher ab, in unser Land zu kommen. Auch die einheimische Bevölkerung muss als aufnehmende Gesellschaft beim Prozess der Zuwanderung begleitet und ernst genommen werden. Wenn die Nachbarn der aktuell diskutierten Problemhäuser die steinzeitlichen hygienischen Zustände und steigende Kriminalität in ihrem Viertel beklagen, brauchen sie keine Belehrungen, sondern Begleitung und konkrete Hilfe. Wir müssen gemeinsam in Bund, Land und Kommunen funktionierende Mittel finden, damit Einwanderer und Einheimische zu echten Fans der Zuwanderung werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen erteile ich Frau Kollegin Felte das Wort. Oh, der Herr Rehbaum ist so groß. Hm? So. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Streben nach Glück gehört zu den Grundfesten der amerikanischen Verfassung. Und das aus gutem Grund. Die frühen weißen Amerikaner wollten dem Elend, der Verfolgung, den Diskriminierungen, den Repressionen und der Chancenlosigkeit in ihren Herkunftsländern entkommen. Sie nahmen viele Strapazen auf sich, in der Hoffnung, in Freiheit zu leben und nach ihrem eigenen Glück streben zu können. Für viele hat sich diese Hoffnung nicht erfüllt, doch das ist eine andere Geschichte. Heute reden wir wieder einmal über die europäische Binnenwanderung. Die europäische Arbeitnehmerfreizügigkeit ist eine der großen Errungenschaften der Europäischen Union. Sie eröffnet allen Europäerinnen und Europäern die Chance, nach ihrem Glück zu streben, wo auch immer sie die Möglichkeit sehen, Arbeit und Auskommen zu finden, ein besseres und ein gutes Leben zu finden. Sie ist ein wichtiger Baustein für die europäische Integration, das Zusammenwachsen der Menschen. Individuell geht es um Freiheit, es geht um Chancen, es geht um Glück. Aus der Sicht von Deutschland geht es auch um knallharte ökonomische Interessen. Das haben die Vorredner ja auch erwähnt. Angesichts der demografischen Entwicklung ist schon lange klar, wir brauchen Einwanderung. Allein deshalb war bei den Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaftsorganisationen angesichts der aktuellen Zahlen ein Wanderungsüberschuss von fast 70.000 Menschen in NRW deutliche Erleichterung zu spüren. Und so irritiert waren die Vertreterinnen der Wirtschaft von der aktuellen Debatte aus dem finsteren Bayern, da greife ich das gerne mal auf, was Frau Brandt gesagt hat, aus dem finsteren Bayern, dass sie sich sogar zu einer gemeinsamen Erklärung der Arbeitgeberverbände und der Gewerkschaften genötigt sahen. Der dringende Wunsch, eine positive Beschreibung der EU-Binnenwanderung im Sinne einer Willkommenskultur. Ein seltenes Ereignis. Dass unter denen, die nach Deutschland kommen, auch Menschen sind, wie die frühen weißen Amerikaner aus Verhältnissen stammen, die geprägt sind von Diskriminierung, Ausschluss von gesellschaftlicher Teilhabe, Verfolgung, Gewalt und Armut,
ist ein Teil der europäischen Gemeinschaft. Diese Menschen haben dasselbe Recht, ihr Glück zu suchen, wie andere auch. Gleichwohl entstehen spezifische Problemlagen in manchen Städten, nämlich dort, wo sich viele von ihnen ansiedeln, nämlich dort, wo auch die kommunalen Finanzen nicht mehr ausreichen. Und da, liebe Simone Brandt, finde ich, dass man das allein mit einer Beschreibung so unspezifisch Willkommenskultur einfach nicht belassen kann. Ich glaube, an der Stelle muss man handeln. Und das Ganze vor dem Hintergrund zu tun, Willkommenskultur einzufordern, wo wir im Integrationsausschuss eine Anhörung zu dem Thema planen, um die Willkommenskultur noch besser zu machen, das ist ja schon seltsam. Und uns nach den vielen Diskussionen, die wir geführt haben, auch im Integrationsausschuss und auch sehr einvernehmlich und im Ringen um den richtigen Weg, dann zu sagen, wir hätten uns nicht damit beschäftigt, das finde ich schon peinlich. Und nach unserem Positionspapier auch zu sagen, jetzt kommt das alles plötzlich, das gefällt mir überhaupt nicht. Wir in Nordrhein-Westfalen gehen manchmal im Konsens, manchmal auch in der Auseinandersetzung einen anderen Weg. Wir versuchen, Lösungen zu finden, da, wo die Not groß ist, auch zu helfen und zu unterstützen. Denn es geht nicht um Fachkräfte und es geht auch nicht um Armut, sondern es geht um Menschen. Und da, wo es um Menschen geht, müssen wir uns damit beschäftigen, dass es den Menschen gut ist und dass sie hier ihr Glück auch finden können. Und da ist jeder investierte Cent wichtig. Und von daher kann man natürlich nur, auch mit Blick an den Bund und an die EU, auf die EU, da appellieren, auch noch mal finanziell zu unterstützen. Ich sehe doch, dass die Kommunen das gut im Griff haben. Die Kommunen sind vor Ort, die Menschen, die vor Ort arbeiten, die bringen fantastische Dinge zuwege. In Duisburg gab es eine großartige Musik- und Theateraufführung. Alles das ist wichtig für die Integration, alles das ist wichtig für die Willkommenskultur. Aber das braucht auch Mittel. Die stellen wir hier zur Verfügung. Und wir erwarten selbstverständlich vom Bund, dass er das Seinige dazu beiträgt, dass endlich ein Aktionsplan erfolgt. Wir erwarten vom Bund, dass wir haben ja nur 63% der Mittel abgerufen, die dafür zur Verfügung stehen. Wir erwarten, dass da mehr Geld kommt, damit wir unsere Kommunen und die Menschen vor Ort dabei unterstützen können, ihre Aufgaben zu erfüllen und die Integration voranzutreiben. Und in diesem Sinne bitte ich Sie darum, unserem Antrag zuzustimmen. Und die Willkommenskultur werden wir im Ausschuss ohnehin besprechen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin. Bleiben Sie bitte noch vorne, weil in diesem Augenblick aber gerade noch rechtzeitig eine Kurzintervention bei uns angekommen ist. Frau Kollegin Brandt, bitte schön. Ich warte. Ah ja, nee, doch, jetzt ist es da. Vielen Dank, Herr Präsident. Jutta, nimmst du bitte zur Kenntnis, dass ich weder gesagt habe, dass wir darüber nie im Ausschuss gesprochen haben, noch dass ich eben in meiner Rede gesagt habe, dass diese Sachen, die im Entschließungsantrag genannt werden, jetzt plötzlich kommen. Danke. Nehme ich gerne zur Kenntnis, liebe Simone Brandt. Aber dennoch ist es so, dass wir im Ausschuss darüber gesprochen haben, das Thema Willkommenskultur noch mal zu priorisieren und eine Anhörung dazu zu machen, unter den Aspekten, die zum Teil genannt worden sind, zum Teil auch noch nicht. Herr Rehbaum hatte ja auch schon Vorschläge gemacht, was dazu behandeln wäre. Also, und dass jetzt plötzlich da was ist und dass sowas kommt, ohne anzuerkennen, was da schon gelaufen ist mit der interministeriellen Arbeitsgruppe, mit unseren Diskussionen, die wir gehabt haben, das fand ich jetzt ein bisschen wenig, wenn du mir das verzeihst. Vielen Dank. Soweit Kurzintervention und Antwort darauf. Nächster Redner ist für die FDP-Fraktion Herr Kollege Dr. Stamm. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Brandt, Frau Felte hat das ja sehr sanft gerade intoniert. Ich will das an der Stelle ein bisschen deutlicher sagen. Bei aller sonstigen auch fachlichen Wertschätzung, ich finde es unmöglich, dass Sie sich hier auf der einen Seite als Jeanne d'Arc der Flüchtlinge in Deutschland inszenieren und dann auf der anderen Seite mit so einem Papier hier aufkreuzen.
Also Sie können doch nicht im Ernst hier ein bisschen Lyrik aufschreiben, ein paar Statistiken ergänzen und noch nicht mal einen Forderungsteil vorlegen. Und dann erzählen, das sei hier ein Thema, wo wir hier uns in Nordrhein-Westfalen nicht mit beschäftigen und Sie, die Piraten, seien jetzt hier die Verteidiger der Entrechteten. Das ist wirklich ein Ding, das den Tatsachen nicht entspricht. Das ist eine Frechheit gegenüber dem Parlament, auch gegenüber den Zuschauern und nicht zuletzt auch gegenüber allen Betroffenen. Interessanter, weil fachlicher ist der Entschließungsantrag von SPD und Grünen, enthält allerdings, das muss man auch sagen, wenig Neues, aber sehr viel Selbstlob. Und es ist sicherlich richtig, und das möchte ich, glaube ich, für alle Fraktionen sagen, dass die Errungenschaften der Freizügigkeit in Europa hier gewürdigt werden und dass wir uns einig sind, dass Deutschland und Nordrhein-Westfalen von der Freizügigkeit und von der Einwanderung profitieren und dass wir auch mehr qualifizierte Einwanderung brauchen werden. Das stellt, glaube ich, hier im Hause auch keiner in Frage. Die prekäre Zuwanderung, die Sie in Ihrem Antrag auch ansprechen, ist insgesamt ein Randphänomen, aber, und das muss man dann eben auch sagen, für die betroffenen Kommunen und für die Stadtteile, die damit konfrontiert sind, stellen sich Probleme, die sie alleine nicht bewältigen können. Und da greift aus unserer Sicht Ihr Antrag zu kurz. Wir haben zur Kenntnis genommen und wir begrüßen das ausdrücklich, dass die neue Bundesbauministerin Förderung für die betroffenen Stadtteile zugesagt hat. Wir sind aber auch der Meinung, dass das alleine eben nicht reichen wird. Und deswegen möchte ich hier an dieser Stelle auch noch mal ganz deutlich unsere Forderung als FDP erneuern, dass wir einen Bundesfonds auflegen, der überwiegend gespeist wird aus den Mitteln, die aus dem Europäischen Sozialfonds und anderen Mitteln nicht abgerufen worden sind, der möglichst unbürokratisch gestaltet wird, damit die Kommunen, die betroffen sind, auch die Probleme vor Ort entsprechend angehen können und auch ihre Kosten refinanziert bekommen. Denn es sind gerade strukturschwache Kommunen überwiegend oder strukturschwache Stadtteile, die eben mit dieser prekären Zuwanderung konfrontiert sind. Ich freue mich, dass sich auch der Städtetag für diese Fondslösung ausspricht. Und vielleicht gibt Ihnen das auch zu denken, dass das eben nicht nur eine Forderung aus unseren Reihen ist, sondern dass die kommunale Familie das entsprechend teilt. Und abschließend, wir dürfen auch nicht zulassen, dass in diesen Stadtteilen, die in einer prekären Situation sind, rechtsfreie Räume entstehen. Wir müssen die Kommunen auch personell befähigen, mit allen rechtsstaatlichen Mitteln dafür zu sorgen, dass Recht und Ordnung vor Ort geschaffen sind. Auch das ist eine wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz der Freizügigkeit in Europa. Dazu ist in Ihrem Entschließungsantrag aus unserer Sicht zu wenig gesagt. Und deswegen lehnen wir hier beide Anträge ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Schneider das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Freizügigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehört zu den Grundpfeilern der Europäischen Union. Sie verbessert tagtäglich das Leben von Millionen von Menschen, und an diesem hohen Gut lassen wir nicht rütteln. Es darf auch keine Europäer erster und zweiter Klasse geben. Die Landesregierung begrüßt daher ausdrücklich die Herstellung der vollen Arbeitnehmerfreizügigkeit auch für Bulgaren und Rumänen zum 1. Januar 2014. Allerdings, jede Politik beginnt damit, dass man sagt, was ist. So hat Ferdinand Lassalle einmal formuliert. Und deshalb dürfen wir auch nicht über manche Probleme, die mit der Zuwanderung von Menschen aus Südosteuropa zusammenhängen, leichtfertig hinweggehen. Es gibt Probleme. Wir müssen allerdings sehr ernsthaft eine Ursachenergründung vornehmen, um zu den richtigen Konsequenzen zu kommen. Es ist auch die Frage, wer ist hier nun eigentlich Verursacher
Wenn in einem Hochhaus in 3-Zimmer-Wohnungen 20 Personen nicht leben, sondern mehr vegetieren, und hierfür pro Matratze 200 Euro im Monat zahlen müssen. Wer ist eigentlich Verursacher für den eben angesprochenen Arbeitsstrich, wo Menschen für 2-3 Euro pro Stunde harte Arbeit leisten müssen? Das sind ja nicht in erster Linie die Zuwanderer, sondern die Verhältnisse, unter denen sie hier leben. Und es geht eben um die Veränderung der Verhältnisse. Und die Landesregierung hat hier mit ihrem Programm mit einem Volumen von 7,5 Millionen Euro jährlich einen ersten Ansatz geschaffen, um Qualifizierungsmaßnahmen auf den Weg zu bringen, die Gesundheitsvorsorge zu verbessern, in Jugendhilfe zu investieren, oder auch die bessere Schulsituation dafür zu nutzen, um integrativ zu wirken. Und auf Bundesebene hat sich auch einiges getan. Natürlich ist es ein großer Fortschritt, dass über den Besuch von Oberbürgermeistern der am meisten betroffenen Städte erreicht werden konnte, dass das Programm Soziale Stadt erheblich finanziell ausgeweitet wird. In diesem Zusammenhang ein herzliches Dankeschön an unseren Wohnungsbauminister, der hier beteiligt war. Das ist ja alles nicht einfach. Wir fordern auch Hilfe seitens der Europäischen Union. Hier geht es insbesondere um die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen in den Heimatländern. Niemand verlässt leichtfertig seine Heimat. Und deshalb muss hier europäisches Geld sinnvoll investiert werden. Wir müssen alles unternehmen, damit Zuwanderer nicht diskreditiert werden. Da ist von Sozialtouristen die Rede, von Sozialbetrügern. Wer betrügt, der fliegt. Ich würde mich freuen, wenn das auch generell in der Politik gelten würde. Vielleicht würde dann der ein oder andere Platz leer bleiben. Ich will dieses Thema nicht näher vertiefen. Es gibt Probleme. Positiv ist, dass demgegenüber Zivilgesellschaft funktioniert. Ich erlebe jeden Tag in diesem Lande vielfältige Aktivitäten der unterschiedlichsten Gruppierungen, ob es nun Kirchen sind, die Sozialpartnerinnen und Sozialpartner, Wohlfahrtsverbände, freie Initiativen, die sich dem tagtäglichen Rassismus, den es gibt, entgegenstellen. Das ist außerordentlich positiv und zeigt, dass demokratische Strukturen bei uns funktionieren. In diesem Zusammenhang möchte ich mich ausdrücklich bei den Sozialpartnern bedanken für die gemeinsame Erklärung von DGB und BDA. Hier ist ein Zeichen gesetzt worden. Es geht nicht darum, Zuwanderung nur ökonomisch zu betrachten. In der Tat, es ist richtig, es geht hier nicht um Produktionsfaktoren, es geht um Menschen. Und auch angesichts unserer Geschichte sollten wir hier sehr sensibel reagieren. Ich glaube, und die Diskussion war ja sehr konstruktiv, wir sollten uns gemeinsam vornehmen, in den anstehenden Wahlkämpfen nicht der Versuchung zu erliegen, das Thema Zuwanderung in der Tat auf dem Niveau der Stammtische abzuhandeln, um billig Stimmen zu fangen. Dafür sollten wir uns gemeinsam hüten. Es geht darum, den Pro-NRW-Menschen, den Neonazis, in welcher Uniform sie auch immer auf uns zukommen, in den Arm zu fallen. Und ich glaube, dass diese Diskussion heute eine gute Grundlage dafür ist, um dies zu erreichen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Minister. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich schließe deshalb die Aussprache und wir treten ein in die Abstimmung. Erstens über den Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 4812. Die antragstellende Piratenfraktion hat direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrags, Drucksache 4812. Ich darf fragen, wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte. Den darf ich um sein Handzeichen bitten. Das ist die Piratenfraktion. Danke sehr. Wer stimmt gegen diesen Antrag? Das sind die Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP und der fraktionslose Abgeordnete Stein. Vielen Dank. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist erkennbar nicht der Fall. Damit ist der Antrag Drucksache 4812 mit großer Mehrheit abgelehnt. Ich lasse zum zweiten abstimmen über den Entschließungsantrag der Fraktionen von SPD und Bündnis 90 Die Grünen in Drucksache 4897. Wer möchte diesem Entschließungsantrag zustimmen? Den darf ich um sein Handzeichen bitten. Das sind die Fraktionen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen. Danke sehr. Wer stimmt gegen diesen Antrag? Das sind die Fraktionen von CDU, FDP, die Piratenfraktion und der fraktionslose Abgeordnete Stein. Danke sehr. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist wiederum nicht der Fall. Damit ist der Entschließungsantrag Drucksache 4897 mehrheitlich angenommen. Herzlichen Dank. Ich rufe auf,